Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Immer noch mit meinem beschädigten Controller, aber jetzt nicht mehr ganz so angepisst. Ich werde versuchen, trotzdem mein Bestes zu geben. Die Weekend League habe ich eine gute Ausrede. Ich muss ruhig und diszipliniert spielen, damit ich halt mich so wenig wie möglich bewege und den Controller halt nicht wieder deaktiviere. Ich habe mir auch schon einen neuen bestellt. Ich habe bei Amazon nachgeguckt. Blöderweise hatte ich mir meinen letzten Xbox 360 Controller nicht bei Amazon gekauft. Ich weiß nicht mehr, wo ich den online geholt habe. Bei Saturn, bei Mediamarkt, irgendwie so. Habe mir natürlich das nicht, also die Rechnung nicht behalten oder so, weil ich mir das komplett abgewöhnt habe, da ich immer alles, fast alles bei Amazon bestelle. Und da braucht man keine Rechnung aufheben, weil alles online gespeichert ist. Deswegen habe ich jetzt keine wirkliche Ahnung, wann ich das geholt habe, wo genau, und habe mir jetzt einen Controller bei Amazon bestellt, der genauso aussieht wie ein Xbox 360 Controller, aber von einer anderen Firma ist. Aber die Bewertungen waren grandios und der hat nur 20 € gekostet, super preiswert. Ich probiere den mal aus, aber wenn die Bewertungen stimmen, dann spielt er sich wie ein Xbox 360 Controller, fühlt sich so an und ist aber viel billiger. Deswegen nehme ich den und werde dann auch beim nächsten Mal noch vorsichtiger mit dem Kabel sein, damit es nicht wieder einen Wackelkontakt gibt. Ach ja, und das letzte Spiel ist doch als Sieg für uns gewertet worden. Wir hatten ja das 1-0 geschossen, dann hat der Gegner Pause gedrückt und dann bin ich aufs Spiel fortsetzen gegangen und während dieses 3-2-1 runtergezählt hat, ist das Spiel quasi eingefroren und anscheinend war der Gegner da abgebrochen und es wurde für mich als Sieg gewertet. Deswegen haben wir 5 Siege, noch 13 Spiele, es ist noch alles drin, müssen uns da keinen Stress machen und von daher schauen wir mal. Ja, ich habe auch noch ein oder zwei Spiele jetzt gemacht, einfach so Online-Freundschaftsspiel, weil ich halt gucken wollte. Belly hat schon zwei Vorlagen. Ich glaube, Belly behalten wir. Weil ich halt gucken wollte, weil ich halt gucken wollte, wie der Controller reagiert. Und deswegen müssen wir jetzt ein oder zwei Spiele abziehen bei den Spielern, weil da habe ich nicht richtig gespielt, logischerweise. Aber ich glaube, Belly funktioniert auch so. Also 7 Spiele, 3 Scorerpunkte ist auch so ein guter Wert. Von daher. Aber ich gebe ihm trotzdem erstmal einen kleinen Vertrag. Da ich mir ja nicht 100% sicher bin. Und dann würde ich sagen, spielen wir auch direkt mal mit der. Oh, Kimmich noch. Ah ja, und Kimmich hat Shadow. Ich habe Shadow bekommen auf dem Markt. Sehr geil. Jetzt wird er ein absolutes Monster sein. Eigentlich hätten wir Kimmich sogar einen 99er Spielvertrag geben können, fällt mir gerade ein, weil ich glaube nicht, dass Kimmich so schnell eine neue Info bekommt. Und mittlerweile ist Kimmich auch so weit vorn, was die Informs angeht, dass ein Inform-Piss-Check auch nicht an Kimmich vorbeikommen würde. Also ich würde wahrscheinlich einen Piss-Check erst probieren, wenn er seine zweite Inform bekommt. Und jetzt spinnt der Controller wieder rum. Moment. Darf mich nicht drüber aufregen, sondern muss einfach. Ach so, da wird man direkt aus der Sitzung entfernt. Krass. Egal. So, jetzt darf ich mich nicht viel bewegen. Ich muss irgendwie diese 13 Spiele noch zu Ende bringen. Ich habe einen anderen Controller, aber ich glaube, da ist der Wackelkontakt noch schlimmer als bei dem. Deswegen. Und ich werde wahrscheinlich so machen, wenn ich mit dem anderen Controller, den ich mir bestellt habe, zufrieden bin und der halt funktioniert für diese 20 €, dann werde ich wahrscheinlich mir auch einfach einen neuen. Wobei, dann werde ich den erstmal ein Jahr lang verwenden und dann, wenn ich bis dahin ihn nicht austauschen musste, dann werde ich mir wahrscheinlich einen Ersatzcontroller holen, damit ich halt gar nicht erst das Problem habe, dass beim nächsten Mal ich dann wieder mit einem Wackelkontakt-Controller spielen muss. So, wir konzentrieren uns. Wie gesagt, ich darf mich eh nicht so viel bewegen, damit ich das Risiko schön gemacht von und mit Bailey. Ich sag ja, er ist auch defensiv sehr gut. Also, er muss schon viel passieren, damit ich. Och, krass gemacht von Radecki. Die haben nicht rausgemacht von alleine. Er muss schon viel passieren, damit ich Bailey jetzt wieder gegen Ribéry tausche. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Er fühlt sich gut an, er ist defensiv wunderbu, wunderbu, wundergut, wunderschön und offensiv auch nicht schlecht. Krasses Tor. Macht er auf jeden Fall auch nicht jedes Mal so, der Tolisso, von daher. Aber egal, wir sind noch nicht wirklich hinten rausgekommen. Es ist nur ein 1-0, wir haben Zeit. Ja, geht nur ziemlich aggro, was das Draufrennen angeht. Das ist eigentlich positiv. Weil da wird er irgendwann
Stellungsfehler machen, das war ein dummer Pass von mir, da konnte nicht funktionieren. Spielt eigentlich ziemlich schlechter Gegner, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier müssen wir auf jeden Fall den Ausgleich und den Führungstreffer machen. Oh, ich bin so gehemmt, ey, meine Bewegungen, das ist so krass. Okay. Danke, Schiri. Krass gemacht wieder von Bailey. Fuck. Jetzt gibt es einen scheiß Konter. Ich hoffe mal, den können wir verhindern. Na also, boom, und wer macht's wieder? Bailey, wunderschön. Sehr geil, der Junge ist geil, der Junge ist richtig geil. Hoffentlich kriegt der auch mal noch eine Second Info, das ist erst ein 81er, ey. Torhüter war noch dran, aber absolut verdient hier der Ausgleich. Vorlage Arangues, schön gespielt. Wie gesagt, der Gegner ist eigentlich viel zu aggressiv und schwach in der Verteidigung, zumindest bisher. Oh, das hat er gut gemacht, hat er richtig gut gemacht. Jetzt sind wir aber auch noch da. Ja, haben wir Glück, war aber auch ein schwacher Pass mal wieder von Schmelzer. Oh, ich will sowas von Alaba haben. Aber gut, über die Winterpause gibt es dann ja, wie gesagt, keine neuen Informs und da werde ich mir auf jeden Fall mal Alaba leisten. Es wird mehr als Zeit. Oh, krass, wie sich Arangues den Ball dann noch holt. Ich weiß nicht, ob der Gegner hier einfach nur Pech hat und auf Klären gedrückt hat und der Spieler halt nicht geklärt hat oder ob er hier einfach den Fehler macht und nicht direkt klärt. Auf jeden Fall schön, wie der Arangues sich den Ball nochmal holt. War dann natürlich keine Vorlage. Ah, ich glaube, er hat einfach Pech, weil der Gegner, also der wahrscheinlich ein CPU-Spieler war und er einfach den Ball da stoppt, statt ihn wegzuschlagen. Den hat der Gegner Pech. Gut für uns. Schon haben wir es gedreht, aber wieder, der Gegner ist auch nicht wirklich gut. Von daher ist das auch schön, dass wir das so machen. Krasse Parade von Radecki. Sehr, vielen Dank. Und diese Abseitsfalle, die Spieler gestellt haben, das habe ich nicht eingegeben, sondern das war meine Abwehrreihe von alleine. Das war ein ziemlich riskanter Pass und ja, jetzt verlieren wir auch den Ball, das war nicht so schlau. Macht so viele Stellungsfehler, ist so krass. Schade. Oh, und auch noch den eigenen Mann angeschossen, toll.
Schade. Haben wir halt auch gut gemacht. Haben wir Glück, dass das nicht ankommt. Wenn der Pass perfekt gespielt wird, geht das Ding halt durch. Dann ist er ziemlich blank. Ja, haben das Spiel ziemlich im Griff. Würde gerne jetzt noch ein 3-1 machen. Konzentrieren, weiter so gut spielen. Das hat er eigentlich gut gemacht. Nein! Oh, ich dachte, der Pass kommt an. Hat er auch gut getribbelt. Da haben wir Glück, dass Radecki den hält. Okay, da war er für super schwach. Oh nein, das ist gemein. So schlecht. Das ist ein kleiner Nachteil, wenn der so aggro ist. Man hat halt nicht viel Zeit zum Nachdenken, was man als nächstes macht. Wollte ich nicht hinspielen. Oh, wie geil gespielt, oder? Wie geil gespielt. Wie unglaublich geil gespielt. So geil. So, so geil. Und ich muss zugeben, es ist zwar ein bisschen respektlos und arrogant und frech, aber mir gefällt diese Finger vom Mund Pose am besten vor der Kamera. Aber man kann es sich einstellen, also ich mache das ja nicht. Das ist immer Zufall, was kommt. Soweit ich weiß zumindest, also ich drück da nichts. Von daher mache ich es nicht, um den Gegner zu verhöhnen, aber ich finde es cool, wenn sie es machen. So, das ist jetzt eigentlich der Deckel, eigentlich. Sollte das der Deckel sein. Ah, hier haben wir ein bisschen Glück. Schade. Oh, doppelt schade. Das hat sich ja komplett gelohnt. Und diese aggressiven Spieler haben eigentlich immer dann die Angewohnheit, nur noch aggressiver zu werden, wenn sie im Rückstand liegen. Haben auch ein bisschen Glück. Also es könnte auch 3-2 stehen, wenn wir ehrlich sind, aber. Es sind halt keine hundertprozentigen, die der Gegner hat, sondern es sind einfach nur solche Halb- oder Viertelchancen. War so klar, dass er das macht. Weiß ich nicht, wo er den Pass hinspielt. Ich hätte ihn eher spielen müssen, den Pass. Vielleicht sogar straff. Schade, falsch orientiert.
Grätsche. Ich wollte eigentlich noch ein Stück nach vorn gehen, also mich zum besser auch zum Tor ausrichten und dann erst schießen, aber es hat nicht funktioniert. Schade. Das ist mal ein interessanter Rückpass. Hat er gut gemacht, aber Radecki hat es dann auch gut gemacht. Er spielt gar nicht mehr mit, oder? Kann es sein? Ich weiß gerade nicht, was los war. Also er hat erst relativ spät dann die den Spieler gewechselt und ist dann stand dann wieder vor mir, dann konnte ich ihn austribbeln und ja, Ramis hatte zu lange Zeit, um was zu nehmen und dann war das Ding halt drinnen. Hier jetzt in dem Moment, wo er jetzt nach links läuft, da hat er erst wieder den Spieler genommen. Keine Ahnung, was da los war. Aber ist egal, 4-1 oder 3-1 in der Zeit, also jetzt sind wir nach der 80. Minute ist, denke ich, das Damn durch, das Spiel. Und ja, wir werden hier, wie es aussieht, verdient gewinnen. Schade. Oh, da kommt auch noch der Pass. Oh mein Gott. Ja. War auch stümperhaft verteidigt von mir, muss ich zugeben. Und wir gewinnen trotzdem. Meiner Meinung nach ein Foul. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen wollte. Er macht sogar das dritte. Aber auch da muss ich wieder sagen, es ist dann halt einfach, man verteidigt dann einfach nicht mehr so konzentriert. Und ist jetzt auch nicht unbedingt unverdient, dass er hier nur knapp verliert, weil er hatte schon ein paar Chancen, wie gesagt, die hätten auch reingehen können. Tore, Arangis, Gnabry, Bailey, Vorlagen, Gnabry, Arangis, oh, Gnabry macht 3 Scorerpunkte und Arangis auch, nice. Und das, obwohl wir im Rückstand waren. So, konzentriert mit der Calcio A weiterspielen. Keine Ahnung, wer Arangis mal ersetzt. Ich wollte auch irgendwann mal Müller testen, aber wie gesagt, wenn dann Winterpause ist, da haben wir Zeit, auch nicht in vom Spieler mal ins Team zu nehmen, zu testen etc. Und da wird wahrscheinlich auch mal ein Müller mit dabei sein. Ich denke, als Stürmer könnte man ihn auch testen, aber weiß nicht so richtig. Kann mir nicht vorstellen, dass er besser als Gnabry ist, weil er nicht so dribbelstark ist und auch nicht die Pace hat. So, das ist mal wieder ein sehr krasses Team. Okay, wir haben bisher zweimal gegen diesen 90er Cavani gespielt. Einmal haben wir gewonnen und einmal haben wir verloren, wenn ich mich recht entsinne. Und als wir verloren haben, das war entweder im Elfmeterschießen oder generell war das ein knappes Spiel, glaube ich. Sehr schön gemacht mit Khedira.
Da hat irgendwie Icardi eine Stunde gebraucht für die Ballkontrolle. Schneller Abschluss. Der Gegner spielt, denke ich, deutlich besser. So wie das Anfangsgefühl ist. Da wollte ich auch nicht hinspielen, deswegen war ich ein bisschen überfordert mit dem Pass. Oder mit dem Ball, besser gesagt. Interessant, dass es kein Foul war. Haben wir Glück, es hätte auch das 1-0 sein können. Aber wie gesagt, das Spiel wird ultra schwer werden, denke ich. Danke für den Pass. Nein, ich wollte natürlich nicht schießen. Beziehungsweise nicht in der Situation. Tolle Ballkontrolle. Nice. Ich glaube, ich muss die Formation wechseln. Das klappt gar nicht in der Formation. Wobei das war jetzt mal ganz gut, aber wir sind halt nicht zum Schuss gekommen. Schade. Schieß doch einfach, schieß doch einfach. Fuck. Das war eigentlich gut gespielt.
Oh nein. Oh was, abseits! Ach Mann, es war so gut gespielt. Ach Icardi, warum abseits? Ach, das war so gut gespielt. Das war so gut gespielt. Das ist ein knappes Spiel. Sehr ist es, denke ich, war auch verdient. Dieses 0-0. Haben nur einmal geschossen, aber wir hatten echt gute Chancen. Ich glaube, ich werde die Formation erstmal lassen, weil wir halt auch, denke ich, defensiv sonst Probleme bekommen. Sehr große Probleme bekommen. Denke, ich werde sogar auf defensiv gehen. Toll, wir waren zuletzt dran. Sehr krass, Philippe Andersson, Kopfballtor, aber ich war halt auch komplett blank. Wahrscheinlich wäre sogar eine halbe oder eine flache Flanke besser, aber ich traue mich immer nicht, zwei oder dreimal auf Flanken zu drücken, muss ich ehrlich zugeben. Also wenn man zweimal auf Flanken drückt, dann macht er eine halb hohe Flanke, wenn man dreimal auf Flanken drückt, dann macht er eine flache Flanke, aber das traue ich mich einfach nicht, weil ich das weiß. Es ist einfach so ungewohnt, zwei oder dreimal da drauf zu drücken. Ja, damit ist jetzt ehrlich gesagt aber die Führung auch verdient, weil beste Chance im Spiel und genutzt. Felipe Anderson. Fuck! Oh, so eine Lackerscheiße! Ich habe auch nicht gesehen, wo der Ball war. So, ah, das ist nicht verdient, sorry, aber. War auch nicht geil rausgespielt. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Na, ist egal, komm. Gar nicht weiter drüber nachdenken. Und jetzt einfach das 2-1 und fertig. Oh, fuck! Wenn Icardi da ein Stück weiter hinten steht. Nice luck. Ey, wenn er jetzt dadurch wieder ein Kontertor schießt, drehe ich durch. Macht er natürlich. Er macht ein dummes Lacker-Kontertor. Herzlichen Glückwunsch. So beschissen, ey. Egal. Wir versuchen das Ding jetzt noch auszugleichen. Komplett unverdient, so unverdient, krass. Oh, wieder so ein verschissenes Lackertor, ey. Zum Kotzen.
Was ist, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass solche Spiele ich definitiv häufiger verliere als gewinne. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber. Ich mal die Ecke, ey. Ich habe mein Tor so schön und verdient rausgespielt. Und er macht zwei solche dreckigen Scheißtore, ey. Vor allem das zweite ist zum Kotzen. Also das ist noch schlimmer als das erste. Und beschissen ist, weil er nicht wusste, was er machen sollte. Aus einem total bescheuerten Winkel abgeschlossen. Und natürlich bekommt er den zweiten Ball und macht diese Scheiße rein, ey. Krass. Toller Pass, aber hat sich auch Brozovic hervorragend hingestellt. Fick dich. Schön, genau in dem Moment weggedreht, als ich halt zur Grätsche ansetzt, muss eigentlich rot sein. Ja, ist eigentlich rot. Dummer Schlenzer, ey. Bleibt aber jetzt auch an jedem Ball dran. Aber ich bin doch jetzt nicht mehr so ruhig wie, wie bisher, das merke ich. Deswegen verliere ich viel zu viele Bälle. Fuck you! Den Ball darf ich halt nicht verlieren. Scheiße! Ich muss mir auf jeden Fall vorwerfen, dass ich nach dem 2-1 nicht mehr so ruhig, nicht mehr ruhig genug gespielt habe. Toller Pass, Schmelzer, wieder mal. Ach nee, ist gar nicht Schmelzer. So eine Scheiße, so eine Elende. Aber ich sag ja, ich habe das Gefühl, gegen solche Gegner verliere ich häufiger, als dass ich gewinne.
Fuck you, fuck you, fuck you.